Yeah. But did I come from? The bike from Thailand. I'm from Germany. Are you Dubai? Yeah, from Phuket. I drive here. With your money? A little bit. I stayed your money. Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin nach wie vor in Thailand mit dem guten Kulewu, der da heute in der Villa gepennt hat. Hier meine Hängematte, bin gerade schon am Abbauen und versuche die Knoten aufzumachen. Warte, ich zeige euch das auf der anderen Seite. Das ist gar nicht mal so geil. Das hat sich so verheddert und ich kriege das nicht auseinander. So eine Scheiße aber auch. Ich hoffe, dass die Fähre heute geht und uns nach Koh Samui bringen kann. Das wäre natürlich richtig, richtig schön, dass wir heute ein bisschen vorankommen und dann vielleicht auch gemeinsam reisen, aber dann auch man guckt, dass alle glücklich sind, dass ich ein bisschen mehr in der Natur bin, eher ein bisschen mehr im Hotel, man dann zusammenstößt, wenn er Bock hat, mal wieder rauszugehen. Mal sehen einfach, wo der Weg hingeht. Werde jetzt aber mal versuchen, hier oben den Knoten aufzumachen. So, ganz geil jetzt hier, Knoten aufbekommen. Jetzt habe ich die Hängematte hier, kann das Ganze zusammenpacken und dann würde ich sagen, kann es auch schon gleich hoch zum Motorrad gehen, dass ich die Sachen dort auf mein Bike schnüre. Let's go. Oh, Leute, und dann muss ich ja wieder den Weg hochfahren, den ich gestern gestürzt bin. Drückt mir die Daumen, dass es heute klappt. Guckt euch noch einmal diese wunderschöne Aussicht an. Die Palmen. Oh, da oben sind einfach überall Kokosnüsse auf den Bäumen drauf. Das ist schon ganz schön cool. Genau, let's go, let's go. So, schwitzen tue ich gefühlt wieder am ganzen Körper, ey. Aber heute Protektorenweste wird ganz groß geschrieben. Denn es geht wieder denselben Weg hoch wie gestern, wo ich den Sturz hatte. Dementsprechend, safety first. Was weniger safety first ist meine Ladungssicherung. Aber ich habe so viele nasse Sachen. Wie ihr ja wisst, lasse ich die immer trocknen während der Fahrt. Wasche ich halt meine Wäsche immer irgendwie. Und ja, achte dann darauf, dass es trocken wird, dass nicht alles direkt wegschimmelt. Habe ich mich überhaupt gerade gefilmt? I don't know. Ab aufs Bike und dann klatsche ich euch mal wieder oben auf meinen Kopf rauf. 3,5 Stunden Fahrt erwarten uns heute. Wetter stabil, auch wenn der Wetterbericht gerade anzeigt, dass wir es 32 Grad und Gewitter und Regen haben, sieht es hier doch eigentlich ganz gut aus. Let's go. Ich bin gespannt, wie ich mich heute mache auf dem Bike. Ui. Ach ja, oh, ich merke richtig, dass ich jetzt Respekt habe, hier wieder hochzufahren, nachdem ich gestern ja meinen Sturz hatte. Ah, guck mal, jetzt hat er hier eben einmal nachgefragt wegen dem Kiefer. Kann ich hier zeigen, ey, alles cool. Und dann ganz normal losfahren. Jetzt geht's gleich ab in den schwierigen Teil. Nice! Woohoo! Ich hab's geschafft und überlebt. Hello from the other side. So, jetzt fahren wir hier gemeinsam runter. Ja, 3,5 Stunden stehen circa vor uns. Mal sehen, wie das wird. Wahnsinnig viele Straßenhunde auch hier, aber im Vergleich zu Chile sehr zahme Hunde. Also ihr habt das ja in Chile gesehen, dass ich dort von einem Hund mit Tollwut gebissen worden bin und das nicht nur einmal, sondern wirklich mehrmals. Die Hunde, die Motorradfahrer angreifen, die Fahrradfahrer angreifen, es dort regelmäßig Tote gibt. Das ist hier anders. Hier gibt es wahnsinnig viele Hunde, aber usually keine, die einfach random dich angreifen. Die ersten 100 Kilometer haben wir jetzt ungefähr hinter uns. Mein Gepäck hat gehalten, nichts ist abgeflogen. Mir ist so unfassbar heiß. Das erste, was ich jetzt gemacht habe, ist einmal meine Kombi auszuziehen. Und wir werden wahrscheinlich gleich erstmal was trinken, essen, kurze Pause einlegen und dann geht's weiter. Hier ist auch witzig, gibt es immer Leute, die für dich auftanken. 95. Es ist tatsächlich krass, in wie vielen Ländern das der Fall ist. Also in Deutschland haben wir das ja nicht, dass Leute einfach für dich auftanken. Aber in vielen Ländern, gerade in denen das Geld auch wenig ist, ist das so, dass Arbeiter für alles eingesetzt werden und so auch zum Tanken. Genau, das habe ich in Marokko auch beobachtet. Ganz, ganz viel, auch Chile, Argentinien und teilweise auch in den Ländern, dass die Leute, die tanken, gar nicht wissen, wie man tankt. Also die brauchen auch jemanden, der für die tankt, weil die das nie, also die würden nicht wissen, wie man das alleine macht, obwohl man einfach nur das Ding rausnimmt und da reinhält. Schon krass. Aber mittlerweile jetzt wieder auf dem Motorrad. Ey, ich schwitze mir komplett einen ab, obwohl es einfach in Strömen regnet. Oh, was mir auch. Weißes T-Shirt an, scheiße, und nichts drunter. Nein! Egal.
So, ich frage mich auch, wo der coole Bus schon wieder ist. Der ist viel weiter vorne. Aber ich fahre mal ganz entspannt hier lang. Gerade wenn man ja, sich wieder ausgezogen hat, muss das ja nicht sein. Alter, hier sind einfach so viele Autos. Seht ihr diese drei vor mir mit diesen komischen Gepäckdingern drauf? Ich glaube, das ist irgendwas Lebensmittelartiges und glaubt mir, diese Autos, wenn ihr die jemals in Thailand fahren solltet, haltet Abstand. Die können kein Auto fahren. Es ist unfassbar. Ich bin vorgestern mit Kulubu nachts gefahren und da war vor uns, waren auch solche Autos. Die sind links, rechts, haben uns die ganze Zeit angeblinkt, die sind so gefährlich gefahren und auch echt mit 160 teilweise im Verkehr, wo die anderen 40, 50 gefahren sind. Das ist krass. Ey, es würde mich interessieren, P.C.C. fahren. Sicherlich irgendwas Lebensmittelmäßiges, ne? Weiß das irgendeiner von euch? Uha, das Wetter macht mich echt nicht glücklich. It doesn't make me happy. The weather doesn't make me happy. Naja, was soll's. Kann nicht jeder immer glücklich sein. Geil, Alter. Oh Mann, ist das ein Wetter. Ich bin auch am Überlegen. Chris hatte gar keine Reichweite mehr mit dem Motorrad. Muss ja nicht langsam mal tanken? Hier kommt ja auch nicht alle 20 Kilometer eine Tankstelle. Ich glaube, meine Reichweite reicht noch. Ich habe mir gerade überlegt, ne? Also wir sind jetzt ungefähr 2 Stunden auf dem Bike. Ich habe mir gerade überlegt, irgendwie wäre es hammergeil, würde ich mal so ein Vergleichsvideo machen. Oh, was ist das? Irgendwelche Früchte, oder? I don't know. Oh, das sah aus wie ein Egal. Dass ich mal so ein Vergleichsvideo mache, dass ich mal Chris eine Maschine fahre, die BMW GS, und dann die Panamerika damit vergleiche. Irgendwas stinkt hier. Bin das ich? Ich weiß es nicht. Naja, ich werde dann mal weiterfahren. Wir haben jetzt, wie lange sind wir gefahren? Ich glaube 3 Stunden oder so. 3,5 vielleicht. Ja. 3,5 Stunden und sind jetzt gleich bei der Fähre. Ich bin aufgeregt. Hoffentlich ist die Fähre nicht voll und wir kommen noch rein. Wäre schon ganz schön geil. Oh, wir wissen nicht mal, ob überhaupt eine Fähre fährt. Ne? Oh. Wollen wir einfach mal den Typen hier fangen? Thank you. Nice. 1 Kilometer bis Koh Samui. Kann ich besser laufen. Ey, wie viele Bananen da drauf sind. Schmackhaft. Muss man hier rein? Ah, oh, nee, ich glaube. Ah, okay. Kann sein, dass die Fähre kurz vorm Gehen ist und die uns deswegen so durchwinken, weißt du? Das wäre so perfekt, wenn jetzt gleich eine Fähre geht. Junge, Junge, Junge. Oh, wie schön das hier ist. Ah, da kommen Leute auch von der Fähre gerade. Kann das sein? Oder. Nee, hä? Hey, okay, thank you. Sorry. Oh, ist das schön hier, Junge. Oh nein. Wahnsinn, ist das hübsch. Boah, wie die hier einfach die ganzen Bikes tümmeln drauf. Boah, hier kann man so ein Glück haben. Wir kriegen echt noch jetzt eine Fähre. Nein, die Fähre ist gerade da. Nein. Fahr einfach auf, egal was das für eine Fähre ist. Wir kommen irgendwo an. Oh, 2 Fähren. Lass eine Mene Mu und rauslegst du. Okay, ich frag die. Hi. Koh Samui? This? We want one ticket. Ah, wir müssen nach vorne kaufen. This one to Koh Samui? Okay, thank you. Thank you. Die haben da immer so Stränge, dass du dein Bike Face machst. Das siehst du gleich. Oh Gott. Echt nicht? Ist das deren Technik hier? Oh nein. Ist das alles? Okay, warte, so machen die ein Motorrad fest hier? Thank you. Alter, das ist gar nicht geil. Ah, guck mal, die haben sogar echt 1A Sicherung hier am Start. Hab ich noch nie gesehen. Weißt du, Norwegen und Schweden, Argentinien, Chile, die haben immer so richtig Stränge, die drüber ziehen über deine Bikes und die kommen dann mit so süßen Holzklötzen an. 3 Hours? Nice. Guck dir die Sicherung an, Junge. Ist das witzig. Nicht, dass das Motorrad noch nach rechts kippt. Habe ich ja in meinem Leben noch nicht gesehen. Ja. Ah, what? Yeah. But did I come from? The bike from Thailand. I'm from Germany. Are you Yeah, from Phuket. I drive here. With your money?
A little bit. I stayed your money. No. Thank you. Is that your money? Do you have money? So yeah, a little bit. I steal your money. Steal your money? Als joke so. Hey, wir sollten auf jeden Fall die Bikes wieder am besten raus. Nicht, dass jemand jetzt noch unser Bike klaut. Oh Mann. So, mittlerweile bin ich auf der Fähre, ey. Die Sonne geht schon unter. Und ich habe da so eine Treppe entdeckt. Glaubt ihr, man kann da hochlaufen? Ich werde einfach mal da hochlaufen. Mal gucken, was da so abgeht. Oh, das ist aber schmackhaft. Ob das erlaubt ist? Warum ist denn da niemand? Naja. Oh, schön. Oh, ist das heftig. Wahnsinn. Ey, ich kack ab. Ist das hübsch. Oh. Ey, Thailand, ich liebe dich. Wahnsinn. So frei. Schön. Okay, jetzt wird's weird.